Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Bevor wir hier ins Video durchstarten, möchte ich eine kleine Ankündigung machen. Und zwar fülle ich gerade die letzten Plätze für den Sommer für mein neues Coaching-Programm. Wenn du immer schon mal Coaching machen wolltest, wenn du immer schon mal wirklich lernen wolltest, worauf es ankommt beim Frauen kennenlernen, wenn du von jemandem mit professioneller Erfahrung wie mir für einen langen Zeitraum begleitet werden willst, da wo ich dir wirklich helfe, wo ich live mit dir unterwegs bin auf der Straße, wir Frauen kennenlernen und ich ganz genau dir zeigen kann, wo es bei dir hapert, also einfach deinen Erfolg mit Frauen aufs nächste Level bringe. Wenn du daran Interesse hast und einfach mal wissen möchtest, wie so ein Coaching aussehen kann und ob das was für dich ist, dann kannst du dich hier auf dem Infopunkt oder im ersten Link in der Beschreibung eintragen für ein Coaching-Beratungsgespräch. Wie gesagt, ich fülle gerade die letzten Plätze für den Sommer. Manche Monate sind da schon komplett raus, aber ich fülle da noch einige Plätze. Wenn das für dich interessant klingt, wenn du dich darüber informieren willst, trag dich einfach dort oder da oben mit deiner E-Mail-Adresse bzw. deinem Namen und deiner Telefonnummer ein. Das siehst du dann auf der Seite und dann kontaktiere ich dich, sobald ich Zeit habe. Jetzt geht es aber hier am Donnerstag um ein Thema, was ich an dieser Stelle erwähnen möchte, weil ich das immer wieder sehe in Kommentaren oder in E-Mails, die die Männer mir schicken. Und zwar, gerade für Anfänger ist das ein interessantes Thema. Nämlich, bei Anfängern ist das Problem oft, dass sie das Gefühl haben, okay, das ist nicht das Richtige für mich. Ja, sie gehen raus, sie sprechen Frauen an, sie flirten so ein bisschen und sie merken, oh, es funktioniert nicht, ich fühle mich dabei nicht gut. Und dann ist die Schlussfolgerung, das ist nicht das Richtige für mich. Und ich glaube, wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, wo dieses, es fühlt sich nicht gut an, also ist es nicht das Richtige für mich, oft überbewertet wird. Wenn du jetzt studierst, sage ich mal, oder du bist in einem neuen Job und du wirst stark herausgefordert, dann wirst du dich wahrscheinlich am Anfang nicht gut dabei fühlen. Ja, wenn du von der Schule kommst und anfängst zu studieren, jeder, der das gemacht hat, der weiß, dass die Unterschiede zwischen Schule und Studium, was das Niveau angeht, doch teilweise sehr extrem sind. Und das wird sich am Anfang nicht gut anfühlen. Frauen anzusprechen wird sich am Anfang nicht unbedingt gut anfühlen. Da wird Widerstand sein, da wird Angst sein. Ja, du wirst das Gefühl haben, okay, das macht man nicht oder ich kann das nicht machen. Oder es ist nicht die richtige Art, das zu machen. Aber das sind alles nur deine Ängste, das ist alles nur dein Gehirn, das sich davon abhalten möchte, etwas Neues, etwas Ungewohntes zu machen, was unter Umständen gefährlich sein könnte. Da musst du einfach mal dein Gehirn verstehen. Dein Gehirn möchte immer Sicherheit, es möchte dich sichern, dich in Sicherheit bringen. Ja? Also es möchte einfach eine Situation herstellen, in dem die größtmögliche Sicherheit herrscht. Das heißt, wenn du zu Hause sitzt, wenn du Netflix guckst, wenn du was zu essen hast, dann ist dein Gehirn zufrieden. Super, perfekt. Ja, dann brauchst du vielleicht ab und zu noch ein bisschen Fortpflanzung, dann guckst du dir einen Porn an, holst dir einen runter und dann ist eigentlich alles soweit geregelt. Wenn du aber mehr von deinem Leben möchtest, dann musst du auch ein bisschen gegen dein Gehirn arbeiten und zwar so lange, bis dein Gehirn für dich arbeitet. Und das passiert tatsächlich, denn wenn du jetzt regelmäßig rausgehst und Frauen ansprichst, dann, wie gesagt, arbeitet dein Gehirn am Anfang noch gegen dich. Das heißt, du bist unterwegs und es kommen dir Dinge in den Kopf wie, oh nein, was soll ich jetzt sagen? Oh, das macht man nicht, das kann man ja nicht machen, Frauen auf der Straße ansprechen, was, wenn ich sie störe? Also verschiedene Dinge kommen dir in deinen Kopf, die dich dann davon abhalten, das zu tun, was du eigentlich tun willst. Dein Gehirn ist am Anfang dieses Prozesses noch gegen dich. Und mit der Zeit wird es so sein, dass dein Gehirn immer mehr für dich arbeitet. Ja, du siehst dann die Resultate, du sprichst Frauen an und merkst, hey, das funktioniert ja wirklich, ich bekomme Nummern, ich habe Dates, das ist eine tolle Sache. Und mit der Zeit ist es eben so, dass du merkst, oh, da kommen Ergebnisse und dann arbeitet dein Gehirn auf einmal für dich. Das heißt, dein Gehirn merkt dann, ah, da kommt ja wirklich was bei rum, da kommt was Gutes bei rum. Es macht also Sinn, Energie in diese Sache zu investieren. Und dann hilft dein Gehirn dir auf einmal und sagt dir Dinge wie, hey, sprich sie doch an, vielleicht kommt wieder so ein cooles Date dabei rum wie letztes Mal. Oder hey, sprich sie an, du kannst es doch. Hey, sprich sie an, es ist doch super einfach, eine Nummer zu holen für dich. Aber diese Sachen oder an diesem Punkt kannst du eben nur kommen bei allen Dingen im Leben, wenn du über diese anfängliche Phase hinausgehst, wo deine Emotionen und dein Gehirn gegen dich arbeiten. Und was du auf keinen Fall machen darfst, ist zu sagen, oh mein Gott, ah, das fühlt sich nicht ganz richtig an, das ist einfach nichts für mich, ohne das jemals probiert zu haben. Mach dir bewusst, dass unser Gehirn uns immer davon abhalten will, neue Dinge zu tun, weil potenzielle Gefahr bestehen könnte. Ja, wenn du jetzt damals in deinem Stamm warst und du saßt bei dir zu Hause in der Höhle, das war einfach sicher. Aber jetzt rauszugehen und das Mammut zu erledigen, das ist halt sehr unsicher und da besteht Gefahr. Deswegen möchte dein Hirn das optimalerweise dich davon abhalten. Heutzutage ist es aber so, dass wir Gefahr sehen, wo teilweise auch keine Gefahr ist. Also alles, was neu ist, kann unter Umständen eine Gefahr sein. Ist ja ganz klar, es ist neu, wir kennen es nicht, wir können es nicht einordnen, es könnte eine Gefahr sein, denn wir wissen ja nicht, ob es keine ist. Das wissen wir einfach noch nicht.
Deswegen kann es sein, dass dein Gehirn da am Anfang, oder es wird so sein, dass dein Gehirn da am Anfang stark gegen dich spielt. Und da darfst du dich auf keinen Fall in diesem Satz oder in dieser Einstellung ausruhen, oh mein Gott, es fühlt sich nicht richtig an, also ist es nicht richtig für mich. Sei mal einen Monat dabei, mach's mal einen Monat. Ich habe damals, als ich angefangen habe, war ich nur Monat unterwegs. Ich habe jeden Tag mit 5 fremden Frauen gesprochen, außer sonntags, da war dann in der Stadt nicht so viel los. Und am Anfang hat sich das auch für mich überhaupt nicht richtig angefühlt. Und das hat sich auch sicherlich nach einem Monat noch nicht so richtig, richtig angefühlt. Und zu einem gewissen Punkt fühlt sich das heutzutage immer noch nicht komplett richtig für mich an, weil es immer noch keine normale Sache ist. Also für die Leute da draußen ist das nichts Normales. Für mich ist es relativ normal. Aber das darf dich nicht davon abhalten, das trotzdem zu tun. Und du wirst merken, wenn du es einen Monat regelmäßig machst, und das ist meine Herausforderung an dich, wenn du ein Anfänger bist, mach es einfach mal einen Monat. Jeden Tag mal 2, 3 Frauen. Wirklich mit Disziplin. Wirklich jeden Tag 2, 3 Frauen. Und dann schreib mir hier nochmal rein, wenn es nicht funktioniert. Beziehungsweise kannst du dich dann auch gerne für ein Coaching bewerben oder da mal vorbeischauen. Erster Link in der Beschreibung. Aber wenn du es über einen regelmäßigen Zeitraum machst, 3 Wochen, einen Monat, dann garantiere ich dir, dass dieses Gefühl von, oh nein, das ist nicht das Richtige für mich oder das fühlt sich falsch an oder das funktioniert alles nicht für mich, das wird dann weg sein. Und an die Stelle von diesen Gefühlen werden andere Gedanken kommen, werden andere Gefühle kommen, die dir sagen, hey, coole Sache, sprich doch mal die Frau an, vielleicht wird das wieder so toll wie letztes Mal. Und irgendwann ist dein Gehirn nicht mehr dein Gegenspieler, sondern dein Freund in dieser Sache. Aber da brauchst du ein bisschen Geduld für. Das heißt, die Anfangsphase von so einem Prozess ist immer schwer, dein Gehirn spielt da immer gegen dich, aber keine Sorge, mit der Zeit spielt das Gehirn für dich. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Wie gesagt, wenn du ein Coaching machen willst, in dem du lernst, in dem ich dich über einen langen Zeitraum betreue und dir zeige, worauf es ankommt beim Thema Frauen, also wenn du heißere Frauen daten willst, wenn du überhaupt mal Frauen daten willst, wenn du eine tolle Beziehung haben willst, wenn du mit vielen Frauen Sex haben willst, wenn irgendwas davon auf dich zutrifft, dann bist du für ein Coaching unter Umständen geeignet und du solltest dich einfach mal da unten oder da oben auf dem Infopunkt eintragen mit deiner Telefonnummer und deinem Namen und dann kontaktiere ich dich für dein kostenloses Coaching-Beratungsgespräche, sobald ich Zeit habe. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, ciao.